Wort für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lassen Sie mich meine Rede mit einem Zitat beginnen. Wenn eine kleine elitäre Minderheit der oberen Bildungs- und Einkommensschichten der Gesellschaft der großen Mehrheit der Andersdenkenden ihre Werte durch Belehrungen oder Verbote aufzwängt, dann kann man das wohl als eine Art Diktatur werten. Zitat Ende. Diese Worte stammen von Manfred Güllner, einem langjährigen SPD-Mitglied und Chef des Meinungsforschungsinstitutes Forsa. Sie sollten sich auf die Grünen beziehen, wobei mich da etwas skeptisch gemacht hat, dass er von der oberen Bildungsschicht gesprochen hat. Denn bei den Grünen wissen wir ja, bist du ein bisschen langsam beim Denken und dann brauchst du auch keine Qualifikation und brauchst dir keine Sorgen zu machen. Irgendeine Quote oder der Pate Habeck hilft dir dann schon. Also der Rest ist aber übertragbar auf die Grünen. Wie auch immer, wenn sogar schon dieser Herr Güllner von Forsa und der SPD sagt, wir befinden uns in einer Art grünen Diktatur, dann muss erstens da was dran sein und zweitens sollten Sie sich von der SPD und von der FDP vielleicht schleunigst auf den Weg machen, raus aus dieser Koalition der grün-devoten Politik, diese hellbraune Koalition aufkündigen und zum Wohle Deutschlands beenden, Neuwahlen ermöglichen und so es auch möglich machen, dass viele grüne Hilfskräfte aus dem Deutschen Bundestag in die Produktion gehen. Das wäre ein Ansatz, den wir durchaus verfolgen würden. Warum habe ich die Grünen jetzt so hier prominent erwähnt? Wir wollen einen Untersuchungsausschuss machen, das steht ja im Antrag drin, der sich auf drei Felder beziehen und beschränken soll. Erstens die Personalpolitik der Bundesregierung bei der Besetzung von Stellen ohne Ausschreibung, persönliche wirtschaftliche Verflechtungen. Zweitens Beeinflussung der Arbeit der Bundesregierung durch Organisationen außerhalb derselben, Verflechtungen zu staatlichen und quasi staatlichen Lobbyvereinen und drittens die Beeinflussung der Bundesregierung durch internationale Konzerne, Milliardäre, Strukturen und Kontakte. Jetzt fragen sich natürlich viele, auch die Zuschauer vielleicht, wie kommt denn die Alternative für Deutschland auf die Idee, so etwas untersuchen zu lassen? Nun, die Koalitionäre der Ampel, vor allem die Grünen, haben, seitdem sie an der Macht sind hier in Deutschland, nicht nur den Weg in eine Richtung einer grünen Diktatur eingeschlagen, sie haben auch hemmungslos sich den Staat zur Beute gemacht und den Marsch durch die Institutionen auf perverse Art und Weise und auf schlimmste Art und Weise beendet. Wir erinnern uns. Die Alternative für Deutschland hat am 26. April diesen Jahres eine Aktuelle Stunde zu den Clan-Strukturen im Habeck-Ministerium abhalten lassen. Damit war das mafiöse Geflecht in diesem Ministerium erstmals Thema in diesem Deutschen Bundestag und CDU zu SU. Und die öffentlich-rechtlichen Sender, die sich ja alle gut mit mafiösen Strukturen, mit Vetternwirtschaft, mit Cousinenwirtschaft, mit Amigo-Affären auskennen, kamen gar nicht mehr umher, sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Aufgedeckt hatten wir von der Alternative für Deutschland verwandte und verschwägerte Staatssekretäre, Trauzeugen und deren Kumpels und solchen aus dem linksgrünen Block, sage ich mal, die lukrative Pöstchen gesucht haben, die untereinander sich zugemauschelt wurden, also der Freundes- und Bekanntenkreis wurde mit Staatsgeldern gepäppelt. Von einer Familia Nostra war die Rede aus der CDU, die kannte sich da richtig aus, von sizilianischen Verhältnissen war plötzlich die Rede und die Paten an dieser, die Spitze stellten die Paten um Habeck und Greichen dar. Letzter Staatssekretär Greichen ist inzwischen so als Entlastungsopfer gefeuert worden, er freut sich aber nach wie vor fünfstelligen Eurobeträgen jeden Monat ohne jede Arbeit. Das sind die Sanktionen, die Grünen verhängen, irgendjemand zu Köpfen politisch auszusorgen, sondern aber ihn dann mit 10.000, 15.000 Euro im Monat weiter zu versorgen. Das ist wirklich schäbig. Das dient der eigenen Klientel. Plötzlich taucht noch ein Staatssekretär Udo Philipp aus. Lange Jahre Udo Philipp, Geschäftsführer der deutschen Niederlassung, einer der größten Privatfonds in Europa, die sich mit Start-up-Unternehmen beschäftigen. Wie praktisch, dass dieser Udo Philipp jetzt Staatssekretär geworden ist, in dem Bundeswirtschaftsministerium für die Start-ups zuständig geworden ist und 10 Milliarden Euro bis 2030, wenn er so lange im Amt sein sollte, verteilen kann an die Unternehmen, an die er selber beteiligt ist. Ist das nicht toll? Das ist Mafia ohne Tote. Ist doch noch viel schöner, was Sie hier veranstalten von den Grünen. Mauscheleien gehen weiter. Herr Wissing von der FDP wollte einen weiteren Schwager von Herrn Habeck zum Chef der Autobahn GmbH machen.
Es ist alles durchschaubar. Aber auch Frau Lamprecht, hab sie politisch selig, Herr Heil von der SPD, Herr Buschmann, alle versorgen ihre Klientel ohne Ausschreibungen. Trauzeugen, Brüder, Onkel, sonstige Spätzle, alle werden untergebracht. Wir blicken aber noch weiter, meine Damen und Herren. Wir wollen die internationalen Verpflichtungen angucken. Was machen Milliardäre wie Hal Harvey, wie Christopher Hohn, wie Bill Gates, wie George Soros und so etwas? Das kann man sagen, das sind alles Verschwörungstheorien. Ihr strickt euch da irgendwas zurecht. Ich wäre froh, wenn es Verschwörungstheorien wären. Um das aber aufzuklären, dafür brauchen wir diesen Untersuchungsausschuss. Dem kann sich eigentlich kein redlich denkender Politiker in diesem Hause verschließen. Deshalb freue ich mich gleich Herr auf Brandner. Umfassende, breite Zustimmung und erfreue die Frau Präsidentin jetzt damit, Herr, dass ich aufhöre. Brandner. Ich will sehr deutlich sagen, dass der Vergleich von demokratischen Strukturen in Legislative und Exekutive in unserem Land mit verbrecherischen Systemen wie der Mafia aus meiner Sicht unparlamentarisch ist. Und ich gebe das Wort. Applaus